Liebe Musikfreunde, liebe Sängerinnen, liebe Sänger, als wir vor einem Jahr das Neujahrskonzert in der kleinen Turnhalle in Forstern genießen durften, konnte sich keiner von uns vorstellen, dass nur wenige Wochen später ein Virus unser Leben derart auf den Kopf stellen würde. Doch aktuell befinden wir uns jetzt bereits zum zweiten Mal in einem Lockdown und wir hatten das ganze Jahr über mit erheblichen Einschränkungen zu kämpfen. Den Bereich der Chormusik hat es hier besonders hart getroffen. Es waren das ganze Jahr über kaum oder nur unter großen Auflagen Live-Auftritte möglich. Und die Chorproben mussten nach vorübergehenden Lockerungen ebenfalls komplett wieder eingestellt werden. Die Pandemie hat unser Zusammenleben in allen Bereichen stark beeinträchtigt und gerade den Verantwortlichen in unseren Vereinen einiges abverlangt. Doch mit viel Kreativität und Offenheit ist es Ihnen trotzdem gelungen, neue digitale Möglichkeiten zu nutzen und so Angebote für Ihre Mitglieder und für die Gemeinschaft zu schaffen. So wie die Chöre des Singkreises Forstern. Ich bin stolz und freue mich, dass es Ihnen in den vergangenen Wochen gelungen ist, einen Weg zu finden, trotz der Einschränkungen, uns mit tollen Konzerten die Abende zu verschönern. Diese Tatsache unterstreicht meine Hoffnung, dass wir alle zusammen diese Zeit meistern werden und gestärkt aus ihr hervorgehen können. Ich bedanke mich bei Konrad Huber und allen Mitwirkenden für ihren Mut, diese neuen Wege einzuschlagen und wünsche euch allen weiterhin viel Freude beim Musikmachen. Ihnen zu Hause wünsche ich für das kommende Jahr alles Gute, Glück, Gesundheit, Zufriedenheit und vor allem die Kraft, positiv in die Zukunft zu blicken. Oh,
Die Chance der Bärenraupe von Rudolf Otto Wiemer. Keine Chance. 6 Meter Asphalt. 20 Autos in einer Minute. 5 Laster. Ein Schlepper. Ein Pferdefuhrwerk. Die Bärenraupe weiß nichts von Autos. Sie weiß nicht, wie breit der Asphalt ist. Weiß nichts von Fußgängern, Radfahrern, Mopeds. Die Bärenraupe weiß nur, dass jenseits Grün wächst. Herrliches Grün. Vermutlich fressbar. Sie hat Lust auf Grün. Man müsste hinüber. Keine Chance. 6 Meter Asphalt. Sie geht los. Geht los auf Stummelfüßen. 20 Autos in einer Minute. Geht los, ohne Hast, ohne Furcht, ohne Taktik. 5 Laster, ein Schlepper, ein Pferdefuhrwerk. Geht los und geht und geht und kommt an. Wir vom Canto Vivace wünschen euch allen, dass ihr gut durch dieses Jahr hindurchgeht und ankommt, wo immer das auch sei. Alles Gute und bis bald. Thank you.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja, ihr Leute, mit dem Paul ist Schluss für heute. Paulchen, Paulchen, mach doch weiter. Jag das Männchen auf die Leiter. Säge und Linse durch die Wände. Treibe Scherze ohne Ende. Mach's ja manchmal schlimme Sachen, über die wir trotzdem lachen. Denn du bist, wir kennen dich, doch nur Farb und Pinselstrich. Wieder da, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade, stimmt es, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss. Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage. Doch für heute ist wirklich Schluss.